Ich dachte, ich hätte schon viel erlebt. Und dann kam das. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder weg möchte. Ich weiß nur, ich werde nicht mehr derselbe sein. Unser Safariwagen hielt mitten im Ngorongoro-Krater. Rundherum 600 Meter hohe Wände und dazwischen die höchste Raubtierdichte Afrikas. Hier ist offensichtlich eine zu viel. Stimmt. 25.000 Tiere leben im Krater, werden hier geboren und hier gefressen. Und die meisten verlassen ihn ein Leben lang nicht.
Die Hatari Lodge ist absolut ein Stück Geschichte in Afrika. Das hängt nicht nur mit Hardy Krüger zusammen, das hängt auch mit dem Film Hatari natürlich zusammen. Und dadurch, dass wir direkt an einer großen Lichtung liegen mit der Lodge, eine Lichtung, wo es sehr viele wilde Tiere gibt, haben wir etwas ganz Besonderes dort geschaffen, nämlich einen Steg, der in diese Lichtung, diese Sumpflichtung hineingeht und am Ende ein Rund hat mit einer Lagerfeuerstelle. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Man kann dort aus unmittelbarer Nähe der Tierwelt beiwohnen, zu Fuß, eben ohne Fahrzeug. Manchmal ist man auch mittendrin, man ist fast umzingelt von Büffeln, Giraffen, Wasserböcken, Warzenschweinen. Und das ist natürlich ein wunderschöner Ort, auch abends für einen tollen Sundowner, wenn dann vor allen Dingen die Wolken am Kilimanjaro sich zur Seite verziehen und der große Gletscherberg zu sehen ist. Die Abende in der Lodge waren voller Zauber zwischen dem Erlebten und was noch kommen würde. Kleine Serengeti nennen die Maasai den Arusha-Nationalpark. Und mit etwas Glück sollte uns heute eine Giraffe begegnen. Eine Giraffe? Das hörte gar nicht mehr auf. Noch fulminanter ist dieser Ausblick, wenn wir so ein Stück nur diesen Hügel hier hinaufgehen, dieser Shumata-Hügel, und dort oben haben wir eine 360-Grad-Perspektive auf das gesamte Nord-Masai-Land, auf den großen Kilimanjaro, auf den Mount Meru, den vierthöchsten Berg Afrikas, bis zum Longido-Berg, auch ein fast 3000er. Und dieser Ausblick ist einfach ein grandioses Panorama und vor allen Dingen zur Sundowner-Zeit, um den Tag in Afrika schön mit einem Drink abzuschließen. Sie sind immer noch Halbnomaden, wie vor 5000 Jahren. Ihr Körperschmuck hat sie weltberühmt gemacht. Ja.
Mit dem Springtanz beweisen sie ihre Stärke. Und ein Maasai-Mann darf so viele Frauen haben, wie es die Anzahl seiner Rinder erlaubt. Haben Sie sowas schon gesehen? 400 Vogelarten geben am Lake Manyara zu Tausenden Abend für Abend ihr Abschiedsballett. Mwema Children is the center dealing with children with a background living and working on the street. What we do, we have a program of taking them back to the community from the street. We give them the second chance of living the community life, but also taking them back to school. Unapopigwa sana unaacha kabisa hata na kwenda shule na unaacha nyumbani na bora nikimbie nijitegemee mwenyewe. Kwa sababu ile unapokaa pale nyumbani na unaona ni kama vile wanakuonea tu kila siku wanakupiga piga. Aban gamchora Fernando Torres. We have those who are good on painting. We have those who are good on music. Wewe ni mokozi mengi umetenda oh kwanza kunifia. We have those who are good on athletics. But we are a little bit limited according to our programs that we have. But Camino Tours have been a positive working cooperative hand, bringing to us tourists from Germany, because when they come, in spite of what they give, but also we get an ideas from them. We exchange some informations, but also we make good friends for our children.
Ich wollte, ich wäre ein Elefant. So groß und schön gebaut. Mir ging es nicht ums Elfenbein. Nur um die dicke Haut. Jeden Abend lag ich im Bett und lauschte den Geräuschen der Wildnis. Und jeden Abend dachte ich das Gleiche, ob das wohl noch schöner werden kann. Es wurde noch schöner. Heute weiß ich, warum diese Ringeti nicht sterben durfte. Thank you.
Kaum eine halbe Stunde dauerte der Flug vom Festland auf die Insel. Im 8. Jahrhundert entdeckten arabische Händler das Archipel der Gewürze und nannten es Sansibar. Man sieht verschiedene Gewürze, verschiedene Früchte, Mango, Papaya, Pampelmusen, Apfelsine, Mandarine, Clementine, Avocado, Ananas, Mango. Wir haben 14 Arten. Banane, 26 Arten. Das gestern waren erklären, das ist eine Banane, aber dies andere Art Banane und das andere Art Banane. Oh, sie ist überrascht. Sie nur denkt es früher, oh, das Sansibar oder Gesamtwelt nur ein Chiquita-Banane. Wir kommen von Costa Rica oder anderswo. This is the anise. We use it special for tea, for cake, for cooking, for ice cream, for juice. This one is air freshener, special for hang in the room. So after it finishes smell, if you can change a little of that, and then you get more smell of this. Den Duft von Sansibar habe ich noch heute in der Nase. Maua haya baadaye yanatoa mbegu, mbegu ya kijani, ikiiva inakuwa nyeusi. Hizo unapanda kwa kupata mdalasini mwingine. Kwa hivyo mdalasini ni mti ambao kwa unaopanda kwa kipindi cha miaka miwili. Auf dem Gewürzbaum, sie lernen wie das Pflanzen gebaut, wie diese Frucht oder die Gewürzen geerntet und meiste Gäste dachten, das Pfeffer ist ein großer Baum. Aber wenn besucht diese Gewürzfarm, sind sie ja überrascht. Oh, das Pfeffer, das so wächst. Okay. Pfeffer always is green. When it is ripe, it's yellow. When delay to harvest, it comes red. Pepper, in one pepper, we get green, red, yellow. And then if you just dry it, you get black. Jambo. Jambo, Bani. Abari. Kuri sana. Wakeni. Zaidi wageni napokea kutoka Ujerumani. Lakini tutafurahi hata tukipata na wengine pia tutafurahi. Lakini tunawafurahia wageni wa Ujerumani wanapokuja. Wanafurahi na wao wanapotuona. Napata kukalia, kulalia. Mkoba huu hapo. Tuna pete hapa tayari. Pilau Reis ist ein sehr typisches Essen auf Sansibar. Es ist ein Gewürz,
Reis. So, die essen Reis mit verschiedenen Gewürzen, Geschmack sehr lecker. Und alle Früchte, Gewürzen sehr, sehr frisch. Ich hatte geschworen, dass der Indische Ozean 30 Grad warm war. Dann haben wir gemessen. Und es waren 34. Die einen sammeln Läuse zum Zeitvertreib, die anderen Algen zum Broterwerb. Für ungefähr 1 Euro pro Sack. Is a male or female? You like it here? If it's very wide, this seed is a female. If it's very thin here, is a male crab. Sie sagen ja gar nichts. Kommen Sie doch einfach mit.